Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Chaos auf Deponia. Und wir sind wieder zurück hier im schwimmenden Schwarzmarkt und wir gucken uns an. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu werden, aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Ja, was jetzt? Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Cool. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Ich möchte einen Stiefel. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Oh, komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Wow. Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Okay. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Was wird das jetzt? Ich wollte doch nur ins Menü. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. So. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Ach komm schon, angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich. Große, kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist. Ja. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ja, gut, dann warten wir mal ein bisschen. Ja. Ich rühre mich jetzt nicht. Ich drücke auch keinen Knopf und nix. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Und wir warten immer noch. Da 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 da. Du, 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 di, di, di. Komm schon, Rufus. Ba, da, ba, ba, mir ist kalt. Ba, ba. Niemals. Wir warten ab. Ach, süß. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Tja, ich bin gespannt, wie lange wir jetzt hier wirklich warten müssen, ob das überhaupt was bringt.
Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Oh oh. Stirbt Golitz? Boah, das wär's jetzt. Gol stirbt und das Abenteuer ist zu Ende. Na? Rufus, bitte! Okay, okay. Ich gebe auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Das ist so herrlich. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Okay, super. Sehr schön. Ja, einmal darüber, bitte. Was ist da jetzt? Ein Napf. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Ja, durch die Katzenklappe, würde ich sagen. Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Was? Warum ist die Tür fest verschlossen? Moment. Ach, guck mal, Katze am Fenster. Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich meine im Endeffekt, die Katzenklappe, nur ich glaube, jetzt brauchen wir Katzenfutter, was wir noch nicht haben, weil wir da die kleinen Delfine zerkleinern müssten. Aber machen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal, komm, Köderfische nehmen wir mit. Natürlich. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern? Klauen? Irgendwie sowas, ja. Ah, Köderfisch. Ja, komm, dann packen wir den doch mal in den Napf. Wäre mir eh lieber als die Delfine. Wäre doof. Die armen Delfine. Ah, geht. Okay. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Nö. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Was? Das kann man dazu nicht sagen. Okay, die mag nur Thunfisch. Dann brauchen wir es mit den Bananen wahrscheinlich gar nicht probieren. So, haben wir sonst hier irgendwas noch? Nee. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir reden mal mit Goal. Haben wir schon lange nicht mehr. Hi, Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Nö. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Ah ja. Hast du die Katze gesehen? Hab ich. Na und? Findest du es nicht auch putzig, wie sie von innen am Fenster kratzt? Sie hat bestimmt Hunger. Warum benutzt sie da nicht die Katzenklappe und fängt sich hier draußen etwas Thunfisch? Wahrscheinlich, weil ihr zwei alle Fische verscheucht. Oder weil sie erstens zu dumm ist, zweitens zu faul und drittens einen viel zu bescheuerten Hut trägt. Aber sie trägt doch gar keinen Hut. So viel zu erstens. Okay. Die Katze scheint sich nicht für den Köderfisch zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Gut. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich. Ich weiß immer, was ich tue. So, wir gehen rein in den Kutter. Wir hätten ja zwar jetzt diesen Kanister. Das Problem ist nur, na gut, wir könnten das Öl in den Kanister füllen von... Moment, da gehen wir nochmal hier nach Isla Nord... Nee, nicht Nordpol, sondern hier... Oh. Achso, das ist das Schiff hier. Kann ich da irgendwo? Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo... Moment, da oben ist vielleicht ein geheimer... Ist da was? Nö. Ich kann das Schiff hier überall hin bewegen. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ja, vielleicht ist hier irgendwo ein geheimes Inselchen. Oh, da war kurz ein Lag. Ich dachte schon, was ist denn das für ein seltsames Gekrakel? Aber ich glaube, hier ist nirgendwo eine geheime Insel. Wobei das hier natürlich fast so aussieht hier, ne?
Hier, geheime Insel? Nö, da, das auch. Ja, ich glaube, hier ist nirgendwo eine geheime Insel. Was sind das für Knöpfe? Weiß ich nicht, okay. Gehen wir nach Isla Obacht nochmal. Weil wir könnten theoretisch da oben, glaube ich, wenn wir hier jetzt den Karrenister hinpacken... Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Und davon gibt's hier überall genug. Ach so, das ist sehr schade. Ist sonst irgendwas hier noch? Nö. Gut, dann wohl wieder runter und ich könnte hier den Schlauch mit dem Kanister... Mit so einem Schlauch könnte ich Benzin abzapfen. Fehlt nur noch das Benzin. Okay, das Problem ist aber nur, dass da Diesel und kein Benzin und ich muss denn zuvor irgendwie... Auspuff, vielleicht könnte ich Eis in den Auspuff packen. Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die... Genau, das frage ich mich auch, warum die so lange halten. Dann eben den Schlauch. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Ja, aber es ist, weil er noch zu heiß ist. Das hatten wir schon. Vielleicht muss ich eine Banane reinstecken. Oh, das geht sogar. Oh! Aha. Oh! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Jetzt, wo der Generator nicht mehr läuft, leckt auch kein Dieselöl mehr ins Meer. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Ja, gut, dann den Schlauch ranfropfen. Zack. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Ja? Lecker! Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Das läuft ja schon alles ins Meer. Ach, das ist so herrlich. So, okay, wo, da ist der Kanister, so. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. So, sehr schön. Duck, 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 duck. So, aber den Rest lassen wir wieder rein, okay. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Jetzt läuft das Dieselöl wieder ins Meer. Zu dumm, dass der Generator nicht mehr läuft, um die Pumpe anzutreiben. Ja, ist jetzt blöd, jetzt wird das Meer verschmutzt, aber zumindest haben wir Diesel. Ist ja auch was Schönes. So, und ein Stromumkehr, das bedeutet, wir gehen jetzt nochmal zurück auf den Kutter und gehen nochmal hier in Isla, nee, in Porta Fisco. So, gehen wir nochmal hier. Goon schenken wir nämlich jetzt, er hat ja was zu essen, also wir wollten ihm ja was zu essen schenken. Wir versuchen es mal mit den Bananen. Wobei ihm Rufus sicher keine Banane geben wird, weil es ist ja nicht Penner-like, ne? Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Gut, dann geben wir ihm jetzt den Schuh, den wir ja zum Glück bekommen haben. So, einmal Schuh, hier. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Okay, jetzt haben wir einen kaputten Regenschirm. Zugegeben, es ist Schrott. Aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. So, gehen wir jetzt nochmal da rein. Goon ist glücklich. Dann einmal, ich würde mal sagen, nee, jetzt werden wir mal Diesel da reinpacken in den Tank. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Ja, Deckel zu. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen oder eine Hoch... Ja. Aber ich kann das Ding hier... Ach, ich muss auf den Knopf hier drücken. Guck mal. Dück. So, jetzt ist da... Moment, jetzt gehen wir noch raus. Ach, jetzt zieht der Gestank da weg. Das ist ja süß. Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach, du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Okay.
Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn noch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich. Meine Freundin. Oh, das hat man gar nicht probiert. Das leuchtet natürlich ein, ja. Okay. Ich riech dich später. Denk dran, was ja. Ich... Logen. Ja. Niemand. So. Gut, also wenn wir da jetzt reingucken, da drin ist jetzt alles gut, glaube ich. Aber wir werden jetzt einfach mal hier den dorsalen Strom umkehren mit fraktialer Drankuppelung rein. Ihr wisst doch nicht. So. Kapflop passt. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Schnell, einer meiner Duftbäume. Ah, so herrlich. So. Oh, guck mal, Duftbäume. Weide, wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Was? Jetzt habe ich Duftbäume? Was? Warum? Okay. Hey, Janosch. Ah, Ruvush. Tod dem Organon und so. Tod dem Organon. Ich geh dann mal. Duda. Ja. Viva la. So. Können wir jetzt diese Delfine zu Katzenfutter verarbeiten? Ja, soll euch der Onkel Ruvush ein paar Kunststücke beibringen? Nein. Wie sie sich freuen. Hier, wir könnten den Köderfisch. Hier, Köderfisch? Komm, Fischi. Nö. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Dann mach mal das bei den Großen vielleicht mal. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufheitern wird. Okay. Aber ich glaube... Ah, jetzt haben wir Duftbäume. Okay, gut. Bananen, Köderfisch, Eis. Ah, Durchreiche. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos Freunden? Na, hören Sie mal. Ich bin der Natürlich. Ja. Haben Sie zu... Leider nein. Ich wollte... Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen. Okay, gut, also die Delfine, vielleicht können wir hier mit dem Köderfisch. Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen, was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Okay, Moment, wir werden jetzt den... Haben wir da... Planschbeck? Ich mach mal hier auf. Ich muss meine Sache nicht waschen. Okay. Ich will ja ein Tauchboot entern. So, Delfine. Komm, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Nochmal zur Durchreiche. Was hast du da? Sind das... Hören Sie darauf... Oh. Moment, halte diese Dinger, aber wo soll ich die dann? Vielleicht hier? Was hast du denn? Was immerhin, aber die... Aber wo soll ich die dann hinhalten? Ein weiser Feldherr wie ich muss auch Arbeit delegieren können, aber nicht unbedingt an ein so inkompetentes Fußvolk. Gut, aber wie soll das jetzt gehen? Komm, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Gut, vielleicht muss ich wirklich einfach hier kurz warten. Hallo. Mit dem Mauszeiger. So. Komm, Fisch.
Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen. Okay, Moment. Becken, vielleicht hier Toni bekommt den Fisch von mir. Himmel, Rufus, hast du etwa immer noch diese Angewohnheit, jeden Müll mit dir rumzuschleppen, den du findest? Und hast du immer noch diese Angewohnheit, aus dem Meer zu steigen und Küstenstädte zu zertrampeln? So, okay. Gut, aber wie es weitergeht mit unseren Duftbäumen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.